Prägungen durch Elternhaus und Schule haben uns konditioniert, uns Ordnung und Allerweltsnormen aufgezwängt, uns auf die Vorstellungskraft genommen, uns klein gemacht. Dabei gibt es diese Begrenzungen jedoch nur in unseren Köpfen. Es gibt da draußen in dieser spannenden, weiten Welt gar keine solchen Beschränkungen. Doch viele Menschen haben aus besagten Gründen in ihrem Kopf nur noch eine kleine, viereckige Einzimmerwohnung, die auch noch mit der traurigen Tapete der Erfahrung ausgekleidet ist. Und diese unsere Annahmestruktur sagt uns allzu häufig, das geht nicht oder ja, aber, statt ja, warum eigentlich nicht? Unser Kopf ist doch nur aus einem Grunde rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Übrigens, wenn Sie in Ihrem Leben wieder einmal vor einem schier unüberwindbaren Hindernis stehen, fragen Sie nicht Ihre Annahmestruktur, Ihre lächerliche Einzimmerwohnung im Kopf, was Sie tun sollten, sondern fragen Sie Ihr Ziel. Hier finden Sie immer die richtigen Antworten zur Überwindung dieser Hindernisse auf dem Lebensweg. Bereits Ende der 50er Jahre haben Wissenschaftler in den USA herausgefunden, dass es tatsächlich eine sich selbst erfüllende Vorhersage gibt, dass der Geist über die Materie siegt, dass die Welt nur das ist, was wir denken, was sie sei. Jeder Gedanke trägt nämlich in sich bereits den Wunsch, Materie zu werden, Realität zu werden. Wird ein Gedanke ausgesprochen, aufgeschrieben oder gar durchstrukturiert und konzeptionell bearbeitet, dann hat dieser Gedanke bereits die höchste Chance, Materie zu werden. If you can dream it, you can get it. Ich bin, was ich denke, und deshalb wird mir mein Denken zum Schicksal. Also, denken Sie positiv. Werden Sie zum Architekten Ihres Lebens. Positives Denken ist ein Immunsystem gegen Misserfolg. Wenn Sie positiv denken, verändert sich auch Ihr Leben positiv. Sie erhalten nur noch positive Rückmeldungen aus Ihrer Umwelt. Sie fördern Ihre geistige und körperliche Gesundheit. Wenn Sie positiv denken und klare Ziele haben, sehen Sie plötzlich all die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten. Es gibt im Leben keine Zufälle. Sie nehmen alles im richtigen Moment wahr, wenn Sie es brauchen. Das setzt natürlich wieder klare persönliche Ziele voraus. Vorstellungen darüber, wie Sie es gerne hätten, nämlich Fantasie. Alles, was Sie sich vorstellen können, können Sie auch erreichen. Es bereitet große Freude, sorgfältig ausgewählte Ziele, die eine gute Zukunft verheißen, durch harte Arbeit Realität werden zu lassen.